Okay. Ja, dann danke ich Ihnen zunächst mal, dass Sie trotz der letzten Frist und der Konkurrenz des IT-fittesten Lehrers nebenan hergefunden haben. Mein Name ist Mirko Schäfer, ich komme aus Bamberg, unterrichte dort Latein und Informatik am Dienstenhofer Gymnasium und was ich vorhabe, also ich werde, schätze mal, so 30 bis 35, 40 Minuten sprechen. Vielleicht, wenn wir so wenige sind, werde ich es ein bisschen straffen. Und das, was ich Ihnen vortrage, anders als bei vielen anderen Referenten, habe ich tatsächlich selbst noch nie so im Unterricht erprobt, weil ein Teil meines Vortrags beschäftigt sich mit den Problemen im Medieneinsatz. Also die Probleme, denen ich mich ausgesetzt sehe und beschäftige mich damit, wie ich es gerne hätte. Und hätte ganz gerne, dass wir darüber diskutieren, halten Sie das für realistisch, für wünschenswert und dann können wir uns vielleicht noch anderweitig austauschen. Okay, also was ich möchte also beginnen, ich werde ein bisschen über Medieneinsatz im Lateinunterricht sprechen, spreche dann über die Schwierigkeiten, denen ich mich ausgesetzt sehe und will dann darüber sprechen, ob nicht eine relativ junge Gerätekategorie, nämlich die der Tablets und der Smartphones, ob die nicht dabei helfen könnte, diese Probleme irgendwie aus dem Weg zu räumen. Allerdings sind sowohl die speziellen Geräte, über die ich spreche, also iPad und iPhone und auch der Hersteller Apple, sind nicht unumstritten, vor allen Dingen was die jüngste Bildungsoffensive anbelangt von Apple. Und deswegen will ich ein paar Vorbehalte aufzählen, die ich in den Foren gefunden habe. Hallo. Und sodass uns dann die Frage bleibt, nutzen wir die Chance, die diese Geräte bieten, oder sollten wir sie lieber tabuisieren für den Bildungsbetrieb? Dann geht es los. Was ich im Lateinunterricht gerne mache, gerade zu Beginn der Lektürephase, wir stellen uns jetzt mal vor, Sie sind Schüler der 9. Klasse. Welche Klasse seid ihr? Jetzt Oberstufe. Gut, dann werdet ihr euch noch an die 9. Klasse erinnern. Man liest Caesars Bellum Gallicum, die motivierendste Lektüre, die es überhaupt gibt. So. Und man spricht ja da auch vom Lektüreschock und gerade um den ein bisschen zu mindern, setze ich ganz gern Präsentationen ein, sei es um die Textarbeit zu vereinfachen oder bestimmte Themengebiete zu illustrieren. Und ich habe jetzt mal eine kleine Präsentation mitgebracht. Es geht um die Himmelsrichtung im Lateinischen und die findet man bei Caesar, weil Caesar die Beschaffenheit Galliens beschreibt. Also er sagt, Erinnerungen werden wach, der belgische Teil liegt im Nordosten, das keltische Gallien erstreckt sich nach Norden und so weiter. Und man findet relativ schnell heraus, dass der Stand der Sonne die Himmelsrichtung bezeichnet im Lateinischen. Also der Sol Occidens, die aufgehende Sonne, bezeichnet den Osten, Meridies, die Mitte des Tages, den Süden, Ocasus Solus, der Sonnenuntergang, den Westen. Und im Norden haben wir keine Sonne, also bleibt nur der Blick in die Sterne. Und bei Caesar findet man Septentriones, das Siebengestirn. Man kann sich immer schon vorstellen, was sich hinter dem Siebengestirn verbirgt. Es gibt nämlich ein Sternbild, das erkennt man jetzt hier nicht so gut, was wirklich jeder Laie letztlich erkennt, auch wer sich überhaupt nicht damit auskennt. Ja, und das ist der große Bär. Ja, und beziehungsweise, wenn wir den großen Bären näher betrachten, sind das eben hier diese sieben Sterne, die dann den großen Wagen bilden. Warum kann ich mir sicher sein, dass der große Wagen, also das siebende Stirn, nun ausgerechnet im Norden liegt? Naja, wenn man diese äußere Achse hier verlängert, gelangt man zu dieser sehr hellen Spitze des kleinen Bären. Und das ist der Polarstern. Ja, und der liegt eben in Nordpolnähe. Das bedeutet, ich kann mir sicher sein, wenn ich Richtung siebende Stirn schaue, schaue ich Richtung Norden. Präsentation Ende. So, wir haben jetzt zwei Dinge gemerkt. Erstens, was ich Ihnen erzählt habe, ist jetzt inhaltlich nicht unbedingt unverzichtbar. Das ist eine nette Anekdote, die ich im Zusammenhang mit Caesar behandeln kann. Ich muss es aber nicht. Und zweitens, es ist eine sehr kurze Präsentation. Das heißt, viel mehr als 5 Minuten, und also überhaupt, wenn überhaupt, 3-4 Minuten Unterrichtsgespräch stecken da drin. Und demgegenüber steht aber ein sehr viel höherer Aufwand, damit ich so eine Präsentation überhaupt erstmal starten kann. Und ich hoffe, dass die Probleme, die ich Ihnen erzähle, Ihnen auch bekannt vorkommen. Gerade wenn ich an dieser Schule hier bin oder auch teilweise in anderen Schulen, ich will nicht in Abrede stellen, dass viele von Ihnen diese Probleme nicht haben, dass Sie das zu Ihrer Zufriedenheit gelöst haben. Bei mir ist es leider nicht so. Ich habe versucht, die Probleme mal darzustellen anhand dieser Abbildung. Was sehen wir da? In 60-70% der Räume bei uns existiert kein Beamer, der vorinstalliert ist. Das bedeutet, ich muss mich in eine Liste eintragen und muss hoffen, dass die Kollegen das auch dementsprechend berücksichtigen und mir nicht den Beamer wegstibitzen. Ich muss hoffen, dass bei diesem Medienwagen hier nicht etwas aus Unkenntnis falsch verdrahtet wird. Das kommt leider häufiger vor, das Ding also nicht läuft.
Naja, und dann muss ich die Medien erstmal in das Klassenzimmer schaffen oder schaffen lassen. Da müssen meistens die Schüler für herhalten. Ich muss den Beamer ausrichten, ich muss ihn verkabeln. Um es kurz zu machen, realistisch ist bei mir tatsächlich, dass da häufig 10 Minuten Zeit für drauf gehen. Und wenn man das jetzt gegenrechnet, 10 Minuten Zeit gegen 3-4 Minuten, die man Unterrichtsgespräch daraus ziehen kann, das rechnet sich nicht. Deswegen ist es auch so, dass diese Beamerlisten sehr verwaist sind. Also kein Kollege trägt sich da ein, weil keiner sich das antun will, tatsächlich diese Beamertaschen rüberzutragen. Das bedeutet, das Erste, was ich jetzt hier fordere vor Ihnen, ist natürlich, dass wir fest installierte Beamer brauchen, sowas in der Art oder eben an der Decke. Das macht nämlich vieles leichter. Ich behaupte aber trotzdem, dass im Verhältnis der Aufwand noch zu groß ist, wenn man eine Präsentation zeigen will. Warum? Also bei uns an der Schule geht es damit los, dass wir hier zwar diese Steckleisten haben, aber kein VGA-Kabel. Also sowas hier. Das bedeutet, ich muss ein VGA-Kabel mitschleppen. Ich muss den Laptop mitschleppen. Der durchschnittliche Laptop bei uns im Kollegium misst 15 Zoll. Das bedeutet, also es ist nicht so ein schönes Gerät hier, ja, sondern der misst 15 Zoll. Das heißt, der passt gar nicht in die Tasche oder mit Mühe und Not in die Tasche. Der ist schwer. Ich brauche ein Netzkabel, eventuell sogar so eine Kabeltrommel, weil ich mir nicht sicher sein kann, dass der Akku hält den ganzen Schultag. Und in meinem speziellen Fall brauche ich sogar noch ein Adapterkabel. Und dann die Software und der Laptop selbst. Ich muss erstmal die Bildschirmtaste finden. Ich muss die Quelle auswählen, richtig. Ich muss PowerPoint starten und den Präsentationsmodus finden. Das ist für diejenigen, die jetzt hier so einen digitalen Kongress besuchen, eine lustige Angelegenheit. Aber viele Kollegen oder einige Kollegen, ich habe es öfter erlebt, versuchen, ihre Präsentation im Bearbeitungsmodus zu zeigen. Weil sie vor lauter Menüleisten und Buttons diesen kleinen Knopf da unten nicht finden, um die Bildschirmpräsentation zu starten. Sprich, es bleibt relativ aufwendig. Was meine ich mit relativ? Naja, ich kann ja auch ein Stück Kreide nehmen und beginnen, etwas zu schreiben. Das geht schneller. Ich kann den OH-Projektor einschalten, eine Folie auflegen. Das nimmt auch keine Zeit in Anspruch. Und ich behaupte, solange das nicht so einfach ist, eine Präsentation zu zeigen, solange wird das auch nicht gemacht. Das liegt nicht an den faulen Lehrern, die sich nicht fortbilden wollen oder die technikfeindlich sind. Das liegt häufig an der schlechten Infrastruktur und am hohen Aufwand. Okay. Ja. Ah, gut. Ja, das ist zu schnell. So. Und ich will jetzt diskutieren, ob die Lösung nicht vielleicht in diesen Geräten liegen könnte. Das da oben können wir erstmal getrost vergessen. Das ist ein Apple TV, dazu komme ich gleich. Es geht mir um iPhone und iPad. Das ist ja der Verkaufsschlager schlechthin. Also damit bricht Apple sämtliche Börsenrekorde momentan. Und gerade beim iPad kann man sich fragen, warum eigentlich? Du warst ja zumindest gestern bei dem Vortrag der Tablet-PCs. War jemand sonst noch drin? Also gestern wurde von Tablet-PCs gesprochen mit dem Argument, dass sie eben genauso produktiv sind wie ein normaler PC. Und es ist ein iPad nicht... Hallo. Hallo. Ein iPad kann definitiv weniger als ein Laptop und es ist auch noch nicht so richtig klar, was ist der besondere Einsatzzweck. Trotzdem werden die Dinger verkauft wie warme Semmeln und ich behaupte, dass für diesen Zweck, den ich jetzt hier ja vorstelle, dass vielleicht ein Tablet und so ein Smartphone sowieso besser geeignet ist. Da will ich drei Gründe aufzählen. Zum einen Portabilität. In diesem Gerät werkelt ein Zweikernprozessor. Das bedeutet, so etwas wie eine PowerPoint-Präsentation abspielen, das geht auf Handys spielend. Ja, und das ist jetzt auch keine Fernbedienung, also ich steuere keinen Computer an, sondern hier läuft jetzt die Präsentation drauf, die Sie sehen und das Gerät passt in meine Hosentasche. Und auch so ein Tablet, ich gehe jetzt wegen der Kamera nicht darüber, Sie können es mir glauben, wiegt den Bruchteil eines herkömmlichen Laptops und nimmt auch keinen Platz in der Tasche weg. Ein wichtiger Vorteil. Nummer zwei, die Akkulaufzeit. Sie können sich sicher sein, dass wenn der Akku zur Hälfte leer ist, dass Sie trotzdem durch den Tag kommen, ohne ein Netzkabel zu brauchen. Und drittens, ich habe es jetzt über Bedienbarkeit genannt, da fällt einiges drunter. Es stimmt, diese Dinger sind nicht so produktiv wie PCs, wenn es darum geht, Inhalte zu erstellen. Ich behaupte aber, beim Präsentieren haben sie Vorteile, weil es einfacher zu bedienen ist. Das fängt damit an, dass man die Dinger nicht mehr booten muss, sondern man weckt sie einfach auf aus dem Ruhezustand und das geschieht immer innerhalb des Bruchteils einer Sekunde. Und dann sind die Geräte eben auf Fingerbedienung ausgelegt. Das bedeutet, wir finden keine Menüleisten, weil wir sie damit gar nicht treffen würden. Das bedeutet,
Das sind sämtliche Buttons, die es gibt in dieser PowerPoint-Anwendung. Also es ist Keynote, nicht PowerPoint. Und ich glaube, jedem Laien ist klar, dass wohl der Button rechts oben derjenige ist, mit dem man die Präsentation startet. So. Das heißt, drei Vorteile, die, denke ich, nicht von der Hand zu weisen sind. Was allerdings bleibt, ist das Problem des Verkabelns. Weil ich müsste ja dieses Gerät ebenso an den Beamer anschließen und brauche da auf jeden Fall noch einen Adapter, weil das eben kein VGA-Anschluss passt hier nicht rein. Also, okay. Und deswegen stelle ich eine weitere Forderung. Wir brauchen ja zum einen Beamer, die an der Decke vorinstalliert sind in den Klassenräumen. Wir brauchen zum anderen Beamer, die in irgendeiner Weise WLAN-fähig sind. Ja, der Kollege mit den Tablet-PCs hat das auf seine Weise gelöst. Um es mit diesen Geräten zu ermöglichen, braucht man momentan leider noch ein weiteres Gerät. Und das ist dieses Apple TV. Denn das beherrscht eine Technik, die AirPlay heißt. Das heißt, ich kann drahtlos meinen Inhalt vom Smartphone oder vom Tablet zu diesem Apple TV senden. Das Apple TV ist per HDMI verbunden mit einem Beamer oder einem Fernseher üblicherweise. Das habe ich hier jetzt mal so nachgebaut. Und das ist jetzt natürlich ein sehr angenehmes Szenario für mich als Lehrer. Das bedeutet, wenn ich eine kurze Präsentation zeigen will, wenn ich mal schnell aus dem Internet was aufrufen will. Gibt es gleich eine Zwischenfrage? Ja, ich wollte gleich, wenn das schon technisch aufgebaut ist, die Frage stellen, wie kriege ich gleich den Ton raus? Weil das ist ja auch genau ein Problem. Und das Problem ist der Ton. Beim Fernseher haben wir den Ton nicht und es gibt, glaube ich, Beamer, die auch Lautsprecher haben. Ne? Also die Tonausgabe ist über den Beamer tatsächlich auch Sie möglich. Tatsächlich, ja, das Problem beim Apple TV ist ja, dass der den Ton digital rausbringt, also nicht analog. Mhm. Das heißt, also ich muss wirklich dann ein Gerät haben, was HDMI ganz komplett unterstützt, sonst geht es nicht. Genau. Oder? Kann es Adapter gibt, aber ich glaube, der einfachere Fall. Keine Zwischenlösung oder sowas. Also man muss dann den Einsatzzweck sehen. Eigentlich ist es eben gedacht, dass man jetzt einen riesigen Flachbildschirm, also stellen Sie sich das vor, es wurde ja auch schon häufiger andiskutiert, man hat einen riesigen Flachbildschirm hier an der Wand und den steuert man damit an. Also dafür ist das Gerät ja ursprünglich gedacht, die Inhalte vom PC auf den Fernseher zu bringen. Aber vom Ton abgesehen ist es schon ein recht angenehmes Szenario. Also ich drücke auf einen Knopf, schalte den Beamer an und sofort habe ich das Bild da. Ja? Und sehr schön, dass Sie es dabei haben, dazu kommen wir gleich, ist natürlich nicht sehr viel anstrengender, als ein Stück Kreide zu nehmen und an der Tafel zu schreiben. So. Allerdings könnten Sie mir jetzt vorhalten, naja gut, aber innovativer Medieneinsatz ist das nicht. Warum? Weil die armen Schüler überhaupt nichts zu tun haben. Die Schüler interagieren nicht mit dem Medium. Ja? Und da gibt es ja mehrere Möglichkeiten, wie das versucht wird. Und hier wurden ja sehr innovative Konzepte vorgestellt, Laptop-Klassen, wobei ich behaupte, dass die Nachteile des Laptops, die ich eben geschildert habe, ja auch für die Schüler gelten. Also auch die Schüler haben schweres Taschengewicht, auch die Schüler haben vielleicht haben eine begrenzte Akkulaufzeit. Möglichkeit Nummer zwei, eben solche intelligenten großen Flächen, wo Objekte hin und her geschoben werden können vorne. Und ich möchte über ein drittes Konzept nachdenken. Und das hat mit der Frage zu tun, warum verkauft Apple diese Dinge eigentlich so viel? Es hat damit zu tun, dass unsere Schüler diese Geräte kaufen und zum großen Teil besitzen. Und ich habe jetzt keine repräsentative Umfrage gemacht, und das Gerät da oben sollte mal geputzt werden, aber es ist tatsächlich so, man sieht Geräte, die dieses Betriebssystem haben. Bitte? Ja, und vor allen Dingen, der Witz ist, das ist spontan entstanden. Also ich habe gefragt, wer hat denn diese Geräte dabei? Darf ich mal fragen, ich kann es ja mal allgemeiner halten, habt ihr ein Tablet oder ein Smartphone? Okay, da haben wir eins. Du nicht, schade. Ja gut, 50% immerhin. Ja. Das bedeutet, diese Geräte existieren erstmal. Wenn man die Schüler allerdings fragt, wozu benutzen sie sie, wozu benutzt du das hauptsächlich? Ja, soziale Netzwerke hauptsächlich oder Internet, wenn man unterwegs ist, Google Maps oder irgendwas. Spiele. Wenn man was sucht oder Spiele auch, Lifestyle. Ja. Ist das Label, unter dem diese Geräte eigentlich fallen. Das sind coole Lifestyle-Geräte, aber kaum ein Schüler benutzt das produktiv. Hat auch damit zu tun, dass natürlich es inzwischen heißt, die Lehrer dürfen ja den Einsatz von Handys oder Musikspielern erlauben, aber eigentlich die hauptsächliche Regel erstmal, wenn das Ding draußen ist, dann gibt es Ärger. Ja? Also an meiner Schule ist es zumindest so. Und die Idee ist aber, wenn es diese Geräte gibt, warum nicht sowas ermöglichen?
Ja? Denn das Praktische ist, wenn alle Geräte sich im gleichen Netzwerk befinden, also wenn Sie jetzt im gleichen Netzwerk wären wie ich, dann haben natürlich auch Sie die Möglichkeit als Schüler, also ein Referat zu halten, drahtlos, etwas aus dem Internet zu recherchieren, ein Bild und das dann zu zeigen, drahtlos. Und zwar ohne, dass viel Zeit und viel Aufwand bei der Verkabelung drauf geht. Und die Frage, die dabei allerdings bleibt, ist, gibt es denn abseits von Keynote-Präsentationen eine Möglichkeit, die Inhalte adäquat auf diese Geräte zu bringen? Frau Kraft hat ja in ihrem Grußwort zu diesem Kongress, glaube ich, geschrieben, also sie ist überzeugt, es ist die Zukunft, ja, aber und in 10 Jahren werden wir soweit sein. Und wenn Politiker von 10 Jahren sprechen, habe ich so ein gesundes Misstrauen, weil das heißt, aber nicht mehr in meiner Legislaturperiode. Ich habe übrigens meine Schüler gefragt, wann glaubt ihr denn, wann das soweit ist, eben auch 10 Jahre gesagt. Das sind 9 Klässler, also alle glauben, es wird so sein, aber sie werden es nicht mehr erleben. Ihr würdet auch 10 Jahre sagen? Bei euch reichen 5, dann seid ihr auch schon drunter von der Schule, nicht? Und bei euch, gut. Ihr seid hier von Otto Brunn, oder? Wir sind aus dem Regionalgymnasium in Asfurt. Okay, naja, aber da habt ihr die Ausstattung ja auch. Schöne. Nur herein. Ach so. Okay, also die Frage bleibt, kriegen wir die Inhalte auf diese Geräte? Und ich behaupte, naja, oder ich zeige erstmal, was ich für den Lateinunterricht damit meine. Wie sieht es denn aus? Ich habe das Tablet, um meine Präsentation zu zeigen. Ich brauche aber nach wie vor die Textausgabe. Ich brauche ein Wörterbuch, das ist nicht mehr ganz so dick wie jetzt hier. Und natürlich arbeiten die Schüler mit Papier und Stift. Und was ich vorhabe, ist das. Ist das Tablet, die Textausgabe mit vereinnahmt und das Wörterbuch, Teil des Wörterbuchs mit vereinnahmt. Und ich hoffe, Sie merken, dass ich Sie jetzt ein bisschen auf eine andere Ebene gelockt habe der Diskussion. Am Anfang ging es um das Luxusproblem eines Lehrers. Wie schaffe ich es, leichter Präsentationen zu erstellen? Und jetzt reden wir davon, das Schulbuch abzulösen. Ja, und haben diese ganzen anderen Diskussionen, die dazugehören, also Taschengewicht der Kinder, Kopierkosten und so weiter. Und ich behaupte, die technischen Möglichkeiten sind da für diese Geräte seit Beginn dieses Jahres. Und zwar hat das mit 3 Produkten zu tun, die vorgestellt wurden, auch wenn hier nur 2 Icons zu sehen sind. Das eine sind interaktive Schulbücher für das iPad. Da würde ich Ihnen ganz gern gleich eins vorführen. Das andere ist die kostenfreie Software, um diese zu erstellen. Nennt sich iBooks Author. Und dann gibt es noch eine Plattform, um Bildungsinhalte zu präsentieren und zu verbreiten. Die nennt sich iTunes University. Und ich muss jetzt hier die... Ich gehe gleich wieder dahin. Hoffen wir, das klappt. Nein. Es wäre jetzt allerdings schade, wenn das nicht funktionieren würde. Ah, Moment, ich habe eine Idee. Jetzt. Naja, gut. Das sind die Typen im Unterricht. Ja. Das sollte eigentlich. Das Problem ist, dass das mit dem Netzwerk nicht so gut funktioniert hat. Deswegen. Ich mache mal einfach Folgendes.